Eine Weihnachtsgeschichte. Meine Weihnachtsgeschichte. Meine kleine Geschichte spielt in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Wie so oft fuhren wir Weihnachten zu meinen Großeltern nach Richelsdorf, einem kleinen Ort im nordhessischen Bergland. Direkt an der damaligen Zonengrenze gelegen, ruhte dieser Ort in seinem ewig währenden Dornröschenschlaf. Die Straßen waren noch nicht befestigt, Kanalisation unbekannt, aber immerhin gab es schon elektrisches Licht. Vor jedem Haus duftete ein großer Misthaufen vor sich hin. Auf diesem taten sich die freilaufenden Hühner gütlich. Gleich dort an der Seite stand die Latrine, ein meist aus Holz gezimmerter Verschlag, der nicht nur im Winter so gar nicht einladend war. Beim dort vorhandenen Papier handelte es sich in der Regel um die Zeitung vom Vortag. Natürlich lag Schnee und es war bitterkalt. Meine Großeltern waren sehr arme Leute, besaßen aber von der Familie her ein kleines Fachwerkhaus, welches mir immer sehr gemütlich erschien. Die Ausstattung dieser Behausung war einfach. Beheizt war zumeist nur ein einziger Raum, die Wohnküche. Hier stand ein großer Herd, um den sich das tägliche Leben abspielte. Auch gab es hier das Waschbecken, welches für die nicht so ausgeprägten hygienischen Aktivitäten genutzt werden konnte. Die Fenster der Küche waren trotz Ofen im Winter immer gefroren und es bildeten sich Eisblumen auf diesen Scheiben. Diese liebte ich unendlich. Meine Großmutter war eine kleine, untersetzte, sehr liebenswerte Frau mit einem feinen, blonden Oberlippenbärtchen. Für Weihnachten hatte sie das Häuschen hergerichtet und auch schon kräftig in der Küche gewerkelt. Am heiligen Abend gab es den traditionellen Kartoffelsalat mit Würstchen und die Gans für den ersten Feiertag war natürlich auch schon in Arbeit. Alle Nahrungsmittel kamen übrigens vom eigenen kleinen Bauernhof. Üblicherweise musste ich am Nachmittag des 24. immer einen Schlaf abhalten. Das Christkind sollte seinem Wirken in Ruhe nachkommen können. Natürlich war ich unendlich aufgeregt und konnte die Augen keine Minute schließen, da ich den Ereignissen des Abends entgegenfieberte. Endlich durfte ich aufstehen. Meist gingen wir dann zur Messe in der kleinen Fachwerkkirche des Dorfes. Da jeder jeden kannte, wurde um die Zeremonie herum viel erzählt und gelacht. Der Rest war nicht so wichtig. Danach ging es nach Hause zum Essen. Die Familie setzte sich gleich an den großen Küchentisch und es gab das vorbereitete Mahl. Die Herren genehmigten sich dazu ein Bier, immer unter dem strengen, kontrollierenden Blick der anwesenden Damen. Es sollte ja keine vorgezogene Bescherung werden. Dann war es endlich soweit. Feierlich erhoben wir uns alle und gingen zur guten Stube. An solchen Festtagen war auch dieser Raum beheizt. Ein kleines Glöckchen klingelte und dann öffnete sich die Tür. Gleich neben dem Eingang stand der Christbaum, wunderbar geschmückt. Die Kerzen flackerten ein wenig und die Kugeln wie auch der Glasschmuck reflektierten diesen Schein. Wie gebannt blieb ich vor dem Baum stehen. Sicherlich von diesem fasziniert, aber noch mehr von den kleinen Bäckchen gefesselt, die unter den Zweigen der Tanne hervorlugten. Jetzt wurde gesungen. Meine Mutter und auch die Oma sehr vorsichtig.
Der Vater etwas kräftiger, mein Opa mit Männerchor, abrupter Krächzstimme und ich mit hellem Kindersopran. Meist ließ schon bei der zweiten Strophe die Textsicherheit gewaltig nach. Aber ich liebte diesen Moment. Alle waren in einer besonders feierlichen Stimmung. Die Augen leuchteten, man hielt sich an der Hand oder umarmte einander. Wir waren eine glückliche Familie. Frohe Weihnachten.